Hallo, meine lieben Freunde, ich wollte nur kurz vorab nochmal mitteilen, dass ich während der Aufnahme bzw. nach der Aufnahme verpeilt habe, dass unten links die Aufnahmeanzeige drin ist. Ich hoffe, euch stört es jetzt nicht großartig und wünsche euch trotzdem viel Spaß. Tschüss. Yeah. Hallo und herzlich willkommen hier bei einem neuen Let's Test erstmal. In erster Hinsicht, ich habe mir auch so überlegt, ich mache ja einiges an Let's Tests. Ich habe jetzt auch mir ein paar Spiele zugelegt, die ich mal testen würde. Dann gerne mit euch auch. Ach, die Musik ist so kacke laut. Aber geil. Genau, und es handelt sich diesmal um 8-Bit-Boy oder 8-Bit-Boy, wie man es auch gerne nennen mag. Ja, es ist eben ein 2D-Spiel. Lehnt sehr stark irgendwie, wie ich vorhin beim Testen kurz gemerkt habe, sehr stark an Super Mario an. Das werden wir aber alles noch sehen. Aus dem Hause Außenblades, wie man das auch gerade im Vorspann schon sozusagen gesehen hat. Und raus kam es natürlich 2000, was heißt natürlich, kam es 2014. Das gibt es erstmal dazu zu sagen. Jetzt würde ich allerdings gern mal loslegen mit euch gemeinsam. Achso, das ist bloß dieser Spielstand, den ich vorhin mal kurz, den kann ich eigentlich, nö, den nehme ich nie. Ja, ich möchte ihn bitte überschreiben. So, hier gibt es natürlich Normal und Ultra. Natürlich nehmen wir noch kein Ultra. Das ist jetzt für das letzte Test erst recht. Hallo? Ja. Hört an. Ja, mit meinen Englischkenntnissen wisst ihr ja, ist nicht so der Brüller. Also müsst ihr euch das mal ein bisschen, ja, selbst so, also... Ich lasse das mal. Wer mag, der kann ja gerne Pause machen an der Stelle. Ich würde jetzt einfach mal ein Any Key klicken. Wo ist denn der Any Key? Warte, ich finde ihn. Hier genau dasselbe. Mir kann ja gerne mal jemand, wenn mag, die Übersetzung in... Also wenn jemand Lust und Laune dazu hat natürlich, das mal übersetzen und mir schicken oder sowas in der Richtung. Ich meine, ich kann Englisch ein bisschen, aber es ist halt, es ist zu lange her. So, ich klicke wieder, Any Key, mir steht plus Enter, ich drücke einfach Enter. So. Auf jeden Fall geht es hier um die 8-Bit-Konsole, wie man hier sieht. Und ja, wir schauen mal, was uns so erwartet. Bevor ich hier nämlich irgendwas sinnlos und falsch und total stotterig versuche, krampfhaft zu übersetzen, gebe ich es lieber zu und belasse es einfach dabei, dass sich jeder das gerne selbst übersetzen mag. Na, wie sieht das wohl aus? Welche Konsole könnte das denn sein? Ja, in diesen hier Texteinblendungen könnt ihr gerne Pause machen und... Wow, jetzt geht's los. Die Musik ist episch. Wir sind jetzt ein Mini 8-Bit-Boy. 8-Bit-Boy. So, wie wir sehen. Das bin übrigens gerade nicht ich, der läuft, sondern der läuft irgendwie automatisch. Loading Tutorial. So, Jumping World. Wir fangen mal mit dem Tutorial an, wie in jedem Spiel. Ich kann hier hin und her laufen, hier kann ich springen. Kann man auch mit dem Gamepad spielen, hätte ich jetzt auch machen können, wollte ich aber erstmal noch nie. Denn oldschool-technisch gehört sich das, dass man das mit Maus und mit Tastatur spielt, ne? Oder mit Gameboy-Pad-Knöpfen, ne? Ja, aber guck mal, da ist was. Hui! Ich bin größer geworden, kann das sein? Oder habe ich mich gerade verguckt?
Please wait. Okay, Power-Ups. Tutorial 2. To the market with plus. Ach so, ja, da kann ich, da kriege ich da was. Huch. Also wie bei Super Mario hier. Und wie kann ich jetzt schießen? Mit Leertaste. Okay, hab verstanden. Ja, also, ja. Vielleicht spielen wir das sogar mal ein bisschen länger. Press B to press B, oder nach unten mich ducken. Hui. Krass. Baum. Baum. Braucht jetzt 2 Schuss. Huch, wenn ich mich nach unten dingse, dann, Dann kann ich diese Bären da rein knallerwallern. Komme ich hier nicht hoch? Ah, ist ja doof. So, wir schauen mal weiter. Musik ist auf jeden Fall voll geil. Speed World. Hold down Space. Hold down space or to run or jump longer. Ah, okay. Warte. Whee! Aber wenn ich hier schießen festhalte, dann kann ich schneller rennen und höher springen. Irgendwie so. Tutorial completed. Schon. Na gut, ist ja nichts weiter dabei eigentlich. Das ist ja okay. So, da würde ich mal sagen, spielen wir mal ein Level wenigstens, also auf jeden Fall. Wir sind jetzt bei 6 Minuten Testzeit, sage ich mal. Da können wir ruhig mal, da können wir ruhig. Also, boing. Na. Na. Was ist mit dem? Der ist einfach nur put. Bin ich, jetzt habe ich, oh Gott, jetzt mache ich einen auf. Hihi. Okay. Piu, piu. Ist das hier auch so wie bei... Aha. Aber hier kommt man wieder nach links. Nicht so wie bei Super Mario früher. Da will ich aber nochmal ganz doof gucken gehen. Jeder kennt's, ne? Wenn schon, denn schon. Hüpf, hüpf. Okay. Ich versuche mich zu beeilen. Oh, da fällt der Vogel runter. Ist er... Ah, hier. Dong, 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 Kopf einhauen, diese Blöder. Siu. Hüpfen mal, hüpfen mal. Und nein, hüpfen ins Wasser. Ich voll Idiot, also ernsthaft. Gut, ich weiß jetzt aber, dass, ach so, ich darf nie. Boing. Das hier jetzt. Ach. Willst du mich ver. Ach so, jetzt geht's. Okay, verstehe. Na komm schon, wer fertig hier? Verdammt Axt. Jetzt kann ich nicht mehr schießen. So, ah Mist. Aber warum ist die Schlange doppelt? Ist ja uncool. Voll fies. Dong, dong. So, das geht kaputt, wie wir vorhin feststellen durften. Na aber. Wie sieht's damit aus? Okay. Und damit, das geht auch kaputt. Bum, bolla, bum, bum, bum. Boing. So, ein blauer Vogel, was hat der? Jetzt hat es fast geklappt. Ich wollte dahin. Ach, der springt bloß mal. Oder was? Alter. Jetzt wird er schneller. Was hat denn der für Leiden? Okay, ist mir auch irgendwie buggy. Upp. Nein, wollte ich nicht. So, du gibst mir jetzt was. Was zum Schießen. Das ist sehr nett von dir. Dann machen wir das mal eben so. Alter, der wird auf jeden Fall schneller. Was ist denn bei dem hier richtig? So, mal gucken, ob es hier auch wieder irgendwas. Aha, wieder die. Das ist ja recht simpel gehalten hier. Dong, dong. Gibt es hier auch wieder was? Zum Put machen. Nee, zum. Gibt es hier was Sinnvolles, meine ich? Nö. Lalala. Oh Gott. Wow. Da kommt er sogar runter. Und du auch. Boing. Ist auf jeden Fall lustig. Mal so ein Spiel zwischendurch. Das könnte ich mir vielleicht sogar auch vorstellen zu Let's Playen. Nur natürlich auch, wenn ihr es wollt, sonst spiele ich es mal privat, da brauche ich es ja nicht aufnehmen. Wäre mal gut zu wissen, ich würde das eventuell sogar
ja, mal durchspielen so. Chaka! Game saved, Level cleared. Okay, okay, okay. Anybody? Ich button mich nicht. Oh Gottes Willen, ist das ich. Wollen wir jetzt noch eins rennen? Ich bin mir nicht sicher. Na gut, da rennen wir noch eins. Na, gucken wir mal, vielleicht erwartet uns ja der Tod, zum Beispiel. Ich will die andere Münze auch noch haben. Boing! Oh, das haben wir gut geregelt. Oh. Was gibt's denn da unten? Das wäre nett zu wissen. Na super, das wissen wir. Ja. Yay. Game over. New Highs. Ach wie. Reload Game? Ja. Können wir mal machen. Schwierig. Okay. Zum Glück haben wir Speicherpunkte. Das ist gar nicht so, so verkehrt. Na komm. Boing. Ich würde mir das nach unten jetzt erstmal nie getrauen. Es sei denn, ich fall wieder aus Versehen runter. Bong, bong, bong. Komm. Und ich treffe ich. Komm. Jawohl. Na, aber. Fast. Hier. Dong, dong. Kannst du alles niederschießen? Das ist echt praktisch. Dong. Okay. Bam, 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 bam. Vorsichtig, ich weiß nicht, was mich hier unten erwartet. Ach so, da wäre ich hier raus. Das wäre bloß eine Abkürzung gewesen, oder wie? Hm. Na, von mir aus. Ich mag gerne da oben. Okay, dann nicht. Ja. Oh Gott, ob das was wird? Wie ich mein Glück kenne? Ich will aber eigentlich. Wow! Könnte man mir auch mal erstmal vorher sagen. Ich will da nämlich unten ran, fix. Da. Oh, Alter. Schwierig. Wow. Nein. Oh, ist der an der Kante hängen geblieben, ist der bescheuert. Na, 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 na. Wir können sie mal ausprobieren. Na gut, dann nicht. Ja. So viel zu dem letzten Test, würde ich jetzt mal ganz ehrlich, also mal so, so, also es ist ja einfach nur mal angespielt, ich will ja noch nicht zu viel zeigen und nichts. Alles supi, ja, lehnt, wie gesagt, ganz, 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 ganz kräftig an Super Mario an, von früher vor allem. Und es macht Spaß auf jeden Fall und, ja, ich denke, wir werden mal schauen, was mich in den Kommentaren so erwartet. Oder so. Vielleicht habe ich auch dem einen oder anderen das Interesse geweckt. Es ist auf jeden Fall ein cooles Spiel. Man kann es, es lohnt sich, es sich auch zu holen. Wer darüber nachdenkt zum Beispiel. Ja, kommt auf jeden Fall auf meine Top-Spieleliste. Gut, damit war es das von meiner Seite aus. Ich freue mich, dass ihr reingeschaut habt und wir sehen uns beim nächsten Let's Test. Ja genau, wisst ihr schon Bescheid. Tschüss.